Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz und im Kampf in der Kampf AG gegen den Hausmeister WTF. Was geht denn da ab? Und er schickt einen Unratütox in den Kampf, das soweit ich weiß nur den Typen Gift hat und mit einer Aquawelle ganz leicht zu besiegen ist. Ja, im letzten Part haben wir es nicht mehr ganz geschafft, hier die Kampf AG komplett durchzuzocken. Aber, ja, dafür kommt der Kampf halt jetzt gegen den Hausmeister. Aber der wird sich gleich als etwas anderes als den Hausmeister entpuppen. Entpuppen kann man das sagen. Entpuppen, entpuppen. Ja, entpuppen ist richtig, ne? Der Rasmus. Und von dem bekommen wir ein wichtiges Item. So, jawohl, nehme ich den EP-Taler. Und der wird auch für uns sehr, sehr wichtig sein. Ja, ach was. Wenn es dann darauf zugeht, auf unser neues Teammitglied. Und wenn wir da dann... Quatsch. Fail. Wenn es dann auf unser neues Teammitglied zugeht, das dann natürlich auch hochgelevelt werden muss. Außerdem kann ich jedem nur empfehlen, wenn man ein schwaches Pokémon hat, das man gerne trainieren möchte, einfach mal die Pokémon-Liga durchzocken und das dabei mitnehmen, an sechste Stelle packen und mit dem EP-Taler ausstatten. Der wird richtig abgehen und bestimmt 30 Level hochgehen bei einmal durchspielen. Das ist jetzt mal mein Tipp, weil ja nach dem EP-System nicht mehr die EP-Punkte direkt geteilt werden, sondern eben halt der nur das Pokémon, das halt den Gegner besiegt hat, nur die Hälfte seiner eigentlichen Punkte bekommt und der andere halt auch von den Punkten, die er bekommen hätte, wenn er stattdessen gekämpft hätte, die Hälfte kriegt. So, hier geht's dann, glaube ich, weiter und das möchte ich dann noch nicht machen. Soweit ich weiß, ist dieses Gebäude hier auch leer. Ja. Hier wird sich nämlich später einiges mit dem Plasma abspielen. Also wie gesagt, die Arena kann man, soweit ich weiß, jetzt noch gar nicht machen. Und da geht es dann weiter mit der Hauptstory und vorher möchten wir ja auch die gesamte Stadt hier erkunden. Oh. Ich habe mich auch geirrt, es gibt wesentlich mehr Kämpfe, als ich gedacht habe. In dieser Stadt. Und zwar gegen drei dieser Kämpfer, der sucht nämlich gleich seine Genossen hier in der Stadt, die wir zusammentrommeln sollen. Und man kann es sich schon denken, jeder von ihnen hat genau einen Affen. Ja, sehr einfallsreich, aber gut. So, noch eine Zornklinge und dann ist er weg. Und ich sollte mich vielleicht gleich mal heilen gehen. Das habe ich nämlich nicht gemacht, wie denn auch. Ich habe den letzten Part direkt im Kampf beendet. Okay, der Angriff steigt jetzt höher als der Spezialangriff, was mich ein bisschen wundert. Na gut. Ja, ich weiß, du bist schon epic. Habe ich gerade nein gesagt? Ja. Okay, jetzt habe ich ja gesagt. Jo, hier geht es, glaube ich, erstmal nicht sonderlich weiter. Gibt es überhaupt noch Gebäude? Ich glaube nicht. Ach doch, da tatsächlich. Mhm. Ach ja. Ist das wieder schön. Oh. So sinnlos. Ich meine, er steht da und bewacht den Fahrstuhl, lässt aber wirklich jeden durch, der da lang geht. Also, ich würde mal sagen, irgendwie den Job ein bisschen verfehlt. Ach, und hier ist der Raum, wo alle auf verschiedenen Sprachen irgendwas sagen. Okay, hier haben wir einen Engländer oder Amerikaner. Einen Franzosen.
Laberdeutsch. Und ich glaube, dieser Franzose ist es, der in der japanischen und englischen Spielfassung auf Deutsch redet. Der spricht irgendwie von Autobahn. So, ist egal, mit wem wir da sprechen. Ja, ihr seid aber nicht sehr international. Oder verwechsel ich gerade die Räume irgendwie? Nee, nee, es ist schon der Raum. Das müsste italienisch sein. Und das hier? Ja, spanisch. Erkennbar in den Ausrufezeichen. Am Satzanfang. Oh, TM45 Anziehung. Und die ist totaler Murks. Aber gut, wir haben sie. Ja, schöne Party. Ist ganz interessant, was sie so abgeht, aber. Oh. Reicht eher nur für ein kurzzeitiges Intermezzo. Okay, was haben wir denn hier links? Nein. Oder doch, ich bin mal gespannt, was er zu Heslon sagt. Ja, welchen wo? Ich habe nur einem einen Spitznamen gegeben. Du Honk. Nee. Der hat sich keinen besseren verdient. Obwohl, jetzt, wo er sich entwickelt hat, vielleicht schon. So, wen haben wir hier denn noch? Pika Pikachu. Nee, Pika Pika sagt er. Ja. Harmonietest. Ich sagte Harmonietest. So, was haben wir denn hier? Einen lustigen Clown. Das ist ja großartig. Ach so. Hier kann man wieder irgendwas freischalten mit Hilfe eines Passwortes, das man natürlich überall erfahren kann, wenn man mal eine Minute kurz googelt. Ich weiß es nicht, ist auch etwas, das ich nicht gemacht habe. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, unsere Internetleitung ist sowas von bescheiden, dass da echt gar nichts geht, was Wi-Fi geht oder so, oder online zocken, das funktioniert bei uns alles nicht. Und auf dem Emulator eh nicht. Wir lieben alle diese tollen Musicals. Wir kommen gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Was haben wir denn hier? Toll, Adlerauge. Das freut uns alle, dass du einen Nagellotz hast. Oh, Evolit, das war, glaube ich, auch noch. Das ist, glaube ich, ein Item, das die Attacken der Pokémon stärkt, solange es sich noch entwickeln kann. Okay, doch nicht. Ja, es erhöht die Verteidigungswerte, solange sich das Pokémon noch entwickeln kann. Dem habe ich jetzt gerade nicht zugehört, das ist aber auch unwichtig. Und dann schauen wir doch mal, was oben so abgeht. Ja. Wenn es nur ein anderes Stockwerk gibt, ist es doch logisch, dass ich dahin will, oder nicht? Also das ist zumindest meine Auffassung. Ja, dann sollte man vielleicht nicht gerade in die riesigste Stadt gehen, die es hier gibt. Nee, über gar keinen. Ja, hier kann man herausfinden, welcher Orden was für eine Wirkung hat. Und zurück, und ich glaube, hier haben wir noch nicht mit dem Forscher gesprochen, der hier steht. Schauen wir doch mal. Okay, nee, das war der Typ mit dem Evolit. Was hat denn der hier dann gesagt? Ach so, dem habe ich nicht zugehört. Okay. Halt. Halt, halt, halt. Wer bist du denn? Ja, das hätte man sich durchaus sparen können. Aber gut. So, damit haben wir den hintersten Teil der Stadt erkundet. Und ich werde mal die Gelegenheit nutzen, um
ein Tafelwasser zu kaufen und was ist das andere? Limonade, glaube ich. Und eine Limonade. Ach, da nehme ich auch noch. Hoppla. Jetzt habe ich mich aber verdrückt. Ein Sprudel. Nehme ich auch noch mit. Um meine Items mal ein bisschen aufzufrischen. So, wen haben wir hier denn? Okay. Schauen wir doch mal, was hier so abgeht. Und besichtigen dafür dieses Haus. Das ist im Übrigen etwas, das ich sehr gut finde, dass überall Getränkeautomaten rumstehen. Oh, und hier kann man sich massieren lassen. Dann gönnen wir das unserem Hessler doch gleich. Und schon erhöht sich die Zutrauung. Das Vertrauen des Pokémon. Ja. Ich gebe hier mal wieder Wortkotze von mir, das ist ja unglaublich. Ja, immer noch nur in das eine, was mir angeboten wird, also. Ach ja. Na, was könnt ihr denn? Ah, Team 44 Erholung. Und unter Umständen ist es sogar eine Attacke, die man mal brauchen kann. Ja, aber wie gesagt, nur unter Umständen. Gerade Pokémon, die viele KP haben oder so, denen ist das sehr zu empfehlen. Oder Pokémon mit hohen Verteidigungswerten. Ich glaube, ich habe euch ja schon von meinem coolen Nachtara berichtet mit den Attacken. Toxin, Schutzschild, Erholung und, was war das? Fensterfaust, Finsteraura, glaube ich, oder so. Da war es Fensterfaust, in jedem Fall irgendeine Unlichtattacke. Dass sich echt gut schlägt und reihenweise Gegner weghaut, also ich bin sehr zufrieden. Okay, ich lese ihm aus dem Bilderbuch vor. Noch Fragen? Ich lese ihm aus einem Bilderbuch vor. Also ich weiß ja nicht, was ihr unter Bilderbücher versteht. Aber ein Bilderbuch heißt doch eigentlich, dass es da keinen Text gibt, sondern eben nur Bilder. Dass man sich dadurch schon alleine denken kann, was passiert. Oder nicht. Also das ist jedenfalls meine Auffassung davon. Na. Denn los? Ja, sehr gut. Sounddesigner. Ja, du hast eigentlich gute Arbeit gemacht, aber hättest mal ein bisschen mehr arbeiten können. Denn die drei Soundtracks, die ihr gemacht habt, sind zwar gut, aber vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja gut, und der Grafikdesigner, also wenn ich mir diese Game Boy Advance Grafik ansehe, da vor der Stratos City Brücke, oder wie die heißt, vor dieser riesigen Brücke. Naja. So, es gibt dann noch diese eine Straße, die wir machen müssen, und dann sind wir auch schon durch mit dieser Stadt. Links gibt es Stratos City, also aber erstmal gehen wir hier in, ja, was ist das, eine kleine Ausstellung. Heute würdest du gerne ein Monster vom Typ Pflanze malen. Haben wir jetzt nicht, aber wenn man ein Pokémon des Typs hat, kann man hierher kommen, es ihm zeigen und bekommt dann jedes Mal eine Beere. Das ist jeden Tag wiederholbar. Ja, gut, angucken müssen wir uns die Bilder jetzt nicht. Da habe ich dann doch ein RL, aber gut. Ja, hier gibt es das weltberühmte Stratos City Eis. Ich weiß nicht, ob es hier eine Möglichkeit gibt, selber was zu kaufen. Ich glaube nicht, denn entweder ist da so eine Schlange davor, dass man es sich nicht kaufen kann. Oh, es gibt auch noch eine, gibt's noch eine vierte Straße tatsächlich. Oder aber es ist Winter und niemand ist da. Toll.
So, hier haben wir den ersten Künstler und gegen den, wenn wir im nächsten Part kämpfen, da werden wir dann auch seinen Genossen finden, um die drei zu vereinen und dann gibt es wieder eine Schlägerei mit Arty und mit Team Plasma und was da alles abgeht, das sehen wir im nächsten Part von Pokémon Schwarz. Bis dann und tschüss.